Ah, schönen guten Tag, Herr Unger, hallo. Was machst du denn hier? Bist du erfreut? Wo kommen Sie gerade her? Aus der Heimat? Ja, aus der Heimat. Gibt eine Ja. kleine Überraschung. Soll ich zeigen? Was hast du vor? Na, Ja. guck mal hier. Was macht denn die Jacke da hinten? Ha? Warum schwebt die denn da an der Wand? Warum hast du eine Maske auf? Wie kann das sein? Ist da vielleicht was hinter dieser Jacke? Was haben Sie gemacht? Na komm, geh mal hin, geh mal hin. Schau dir das mal an. Es ist eine Sache, warte, bevor du es machst, eine Sache, die du zu deinem neuen Einzug hier in Hamburg auf jeden Fall hundertprozentig feiern wirst. Bin ich von überzeugt. Okay. Okay, 3, 2, 1. Ist das denn drüber? Nee. Ah, wie geil. Ein eigener Suitbase für Flo, einer der letzten Exemplare, weil man muss sagen, aktuell sind fast alle ausverkauft. Und ich dachte mir, komm, das passt eigentlich ganz gut in Wow, voll Schwarz, geil. sowieso immer geil. Haben wir denn einen Helm gerade hier? Ich glaube gar nicht, Nee, ne? leider nicht, weil alle sind bei dir. Perfekt, optimal. Das heißt, demnächst gibt es noch eine Story von Flo's Suitbase mit einem Helm drauf. Bist du happy? Ja, übel, voll geil. Skala 1 bis 10? Locker eine 11. Voll geil. Hey, ich kam nach Hause, wie bist du hier reingekommen? Geklingelt? Ah, perfekt. Deine Mitbewohner haben aufgemacht. Top, danke dafür. Ja, easy, ja geil, cool. Ja, Ja, mega. perfekt, Und super. jetzt. Fahren wir eine Runde Motorrad, würde ich sagen, oder? Ja, ich habe Zeit. Ja, Perfekt. optimal. An der Stelle auch nochmal kleine Reminder, ist natürlich unten verlinkt, wenn ihr einen eigenen Suitbase haben wollt. Letzte Exemplare, aktuell gibt es leider keinen Rabatt. Wenn ausverkauft, dann ausverkauft. Wann die nächste Charge kommt, weiß man nicht. Vorbestellen kann man teilweise. Deswegen klickt drauf und gönnt euch die geilste Motorradgarderobe der Welt. Ich würde sagen, jetzt legen wir los, oder? Perfekt. 3, 2, 1, let's go. So, Freunde, wir sitzen jetzt auf jeden Fall auf dem Motorrad. Was macht der LKW-Fahrer hier? Rudi? Okay. Hä? Er hat Warnblink an und wendet einfach. Was geht denn bei ihm? Ja, der hat sich noch nicht oder konnte sich noch nicht entscheiden, wo er jetzt hinfährt. Ich verstehe jetzt auch nicht, was der machen möchte. Wir fahren jetzt einfach mal rüber. Auf jeden Fall, wir sitzen auf dem Motorrad. Es sind wunderschöne 20 Grad hier in Hamburg. Es ist so geil, das Wetter. Ich feiere das übelst. Und wir. Ja? Es ist so geil, das Wetter. Wollte ich nochmal so, nochmal blauer Himmel und Blauer Sonne. Himmel, Sonne. Wir kriegen jetzt wieder richtig geile Motorradbräune und so. Jawoll. Oh ja, stimmt. Schön Geil. hier im Augen-Nasen-Bereich, so a little bit Bräune. Und wenn es dann richtig losgeht und man nur noch so ein Protektorenhemd anhat, dann Ja. auch die schöne Milka-Kuh wieder am Start. Ja, Mann. Ja? Man kennt Richtig sie. geil. Man kennt sie. Auf jeden Das Fall, wäre richtig geil. wir fahren jetzt ein Stück geradeaus und dort hinten ist diese vermeintliche Baustelle, wo Sprengstoff oder Kampfstoffe entfernt werden. Und wir haben uns da beim letzten Mal gefragt, da waren wir da mit dem Auto unterwegs oder mit dem Moped? Mit dem Nee, Auto, mit ne? dem Transporter von NRW nach Hamburg gefahren. Ah, ja, genau. Da haben wir das gelesen und Ja. das war irgendwie so weird, dass wir gesagt haben, wir müssen da auf jeden Fall nochmal hinfahren und abchecken, was Ja. da genau abgeht. Vielleicht ist ja sogar eine Telefonnummer, wo wir mal anrufen können oder so. Ja. Und dieses eine Haus, was da steht, das ist halt auch komplett verrückt. Ihr müsst euch Ja. überlegen, das ist alles abgerissen, ist so eine riesige Baustelle. Aber ein verdammtes Haus steht da noch. Und das ist halt komplett abrissbereit. Also das sieht aus wie Scheiße. Aber es Wie steht da noch. Scheiße. Ja, wie Scheiße. Und ich frage mich, warum steht das da noch? Hat das einen Grund? Ja. Denkmalgeschützt? Oder gehört das jemand und der sagt, nee, ich verkaufe das nicht, bla bla bla. So was genau hat es damit auf sich? Das hat selbst einen Grund. Und zwar, dass wir da reingehen, dass wir uns das angucken. Oh Gott. Ich sehe schon wieder, wie wir die nächste Anzeige hier kassieren, wegen Hausfriedensbruch oder so. Ja, die nächste wäre scheiße. Es wäre unsere erste. Ja, Also stimmt. meine zumindest. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, also ich hab noch keine Anzeige wegen Hausfriedensbruch bekommen, aber halt schon diverse Anzeigen, weil du weißt das ja, ihr wisst es ja auch mittlerweile. Da draußen sind einfach Leute, die mögen mich nicht sonderlich, die wollen mich einfach zu Fall bringen, die zeigen mich an, wenn ich mit dem Pitbike in der Baustelle irgendwie abgesperrt fahre oder mal kurz durch den McDrive, muss ich ja alles löschen und ich habe da auch vom Anwalt ganz, ganz viele Schreiben bekommen und so, weil halt irgendein Idiot online mich da angezeigt hat. Deswegen, also egal was wir machen, wenn es illegal ist, dann gibt es immer eine Anzeige, weil die Hater halt sehr aktiv sind. Ist echt schade, muss ich sagen. Also ich finde das, wenn man zu so Maßnahmen greifen muss, wenn man sonst nichts im Leben zu tun hat, Digga, dann kannst du auf jeden Fall nicht glücklich sein, meiner Meinung nach. Was bringt dir Richtig. das, oder? Und deswegen verbreiten wir jetzt gute Laune. So, hier rechts, ne? Erstmal hinter dem Ford Fiesta ST. Geil, der hat einen Nürburgring-Sticker hinten drauf. Siehst du das? Ja. Ehrenmann. Aha. Boah, Ich habe. Nürburgring hätte ich auch wieder so Bock drauf. Mit dem Auto drüber scheppern. Junge, wäre das nice. Ossis dürfen das. Wie geil! Das habe ich gar nicht Anigo! gesehen. Anigo! Da ist echt ein Mädchen drin.
Echt jetzt? Ja. Ja, Tatsache. Ein Ossi-Mädchen in Hamburg. Ist ja echt wie bei Annika hier. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Oh, jetzt müssen wir gucken. Reißverschlussverfahren. Achtung. Lass mal hier den Toyota CHR mal rein. Oh! Hä? Sorry. Was war das denn für eine Polizei? Die sah so fake aus. Ja, also wahrscheinlich Hundertschaft oder so. Ganz wild. Aber hier in Deutschland ist das ja meistens kein Reißverschlussverfahren, sondern so ein Klettverschlussverfahren. Einfach irgendwo alle rein da und der fährt und der fährt, dann fahren wir wieder zwei rein, dann drängt sich da wieder einer rein, das ist Katastrophe hier. Weißt du, was mich richtig triggert? Wenn dich Autofahrer nicht reinlassen. Wenn die das irgendwie, also absichtlich und das nicht verstanden haben, in der Fahrschule anscheinend gepennt haben und dann fahren die extra dem anderen, also die sind schon auf der rechten Spur und die fahren extra dem anderen richtig dicht auf, damit man selber nicht einfädeln kann. Junge, macht mich das aggressiv. Ich ziehe auch einfach durch. Ja. Ich ziehe einfach, ich blinke und dann ziehe ich durch und wenn ich den touchiere, dann ist das so. Aber garantiert ist das dann nicht meine Schuld. Ich fahre wirklich doch, ganz langsam, schon. Vorsichtig. Dann niemals. Doch, leider schon, das, weil du dann nicht richtig gesehen hast, dass da noch jemand neben dir ist. Ja, wir sehen uns vor Gericht. Oh Mann. So. Wir sind auch gleich da. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch hier die Unterführung durch. Und dann auf der anderen Seite ist schon diese vermeintliche Baustelle mit diesen weirden Zeichen. Was stand da nochmal genau drauf? Ich habe das schon wieder vergessen. Ich glaube, betreten, strengstens verboten, Explosivmaterial oder so. Ich habe eigentlich keine Ahnung mehr. Ist doch hier links, oder? Ja, das ist hier links. Hier ist das, das ist das Haus, dieses ominöse Haus, warum immer das da steht. Wir können ja mal hier rechts ranfahren. Warte mal. Ja. So, und dann müssen wir da. Na komm, dann fahren wir hier rüber, dann wenden wir mal. Da. Achtung, Kampfmittel, Lebensgefahr steht ja, da. Ja, da sind sogar Leute, die können wir gleich mal fragen. So, lass mal hier wenden, hier einfach rein. Oh. Servus! Ach. Der Money wieder, lässt uns durch. Mensch, der Money. Da. Also, Achtung, Kampfmittel, Lebensgefahr. Betreten der Baustelle verboten. Und in der Mitte, das seht ihr gleich auch noch, ist dieses Zeichen für explosive Stoffe. So, jetzt fahren wir mal einfach, wir fahren jetzt einfach hier rechts dran. Fährt der über Rot? Nee, ne? Bruder. Hat der grün? Der ist doch safe über Rot gefahren, oder? 100%. Ja, klar, auf jeden Fall. Okay, so. Stellen wir mal hier ab. Also hier. Achtung, Kampfmittel, Lebensgefahr. Betreten der Baustelle verboten. Du darfst nicht rauchen, du darfst nicht draufgehen. Hier, Kampfmittelbergung GmbH. Ja, aber was bergen die denn da? Zigarette? Wo ist denn hier jemand mal, den wir fragen können? Ja, da rennen ja 1000 Leute rum. Ja, wo denn? Also ich meine, wir können natürlich auch einfach mit dem Moped da drauf fahren und die Aufmerksamkeit so auf uns lenken. Nee, das halte ich für nicht so eine gute Idee. Also in dem Fall möchte ich das dann mal ernst nehmen und die Baustelle nicht betreten. Da ja, hinten ist jemand. Da. Sollen wir den mal fragen? Sorry! Hallo? Hol mal ran hier, auf den Meter. Moin. Wir haben uns gefragt, hier, das heißt ja Kampfmittelbergung. Was wird denn hier geborgen? Sind das alte Bomben, Handgranaten oder was genau ist? Weil es klingt sehr interessant und brutal. Ja. Ja, perfekt. Das wäre witzig, wenn jetzt gar keiner mehr kommt. Einfach so, was wollen die Idioten? Die haben gefragt, was hier für Kampfmittel geborgen werden. Oh, lass die einfach mal da stehen, die hauen schon wieder ab. Und? Ja, aber... Hotel? Nee. Was für Kampfmittel geborgen werden? Hier, guck mal, da steht ja drauf. Hier. Safe Achtung. Griff. Hier. Achtung, Kampfmittel. Ja, vor Anfang an die Baustelle. Ja. Ah, okay, also es könnte sein, dass hier Bomben sind. Ja. Hi! Okay. Moin. Du bist der Philipp? Nicht? Felix! Felix! Ja, dann haben wir das nicht richtig verstanden. Wir haben uns gefragt hier, welche Kampfmittel geborgen werden. Also wurde schon was gefunden? Echt? Eine Brandbombe? Das ist schon. Also ist schon beseitigt. War ein großer Oschi oder? Super interessant. Ach, okay. Also die sind aktiv extra dabei und durchforsten das ganze Gelände nach weiteren. Okay, also es könnte knallen. Nee? Ja, easy. Wahnsinn. Mega. Ja, danke für die Info. Ist das okay? Wir machen so ein kleines YouTube-Video, wenn du da kurz zu sehen bist. Ist okay? Perfekt, danke dir. Okay, also in der Tat, eine Brandbombe wurde hier mehr oder weniger gefunden und entschärft.
Und da hinten, guck mal da, da musst du mal ranzoomen, Flo, wenn du das bearbeitest. Da hinten der Dude mit der orangenen Weste, der an dem grünen Bagger steht, der bohrt überall Löcher, genau, mit dem Bagger. Und dann werden diese Sonden da rein in die blauen Rohre gegeben. Und dadurch wird dann festgestellt, ob, also angeblich, dadurch wird dann festgestellt, ob im Boden, oh, guck mal da, jetzt, da, zack, hast du gesehen? Ja. Der Stab kam da gerade rein. Und da wird dann mit festgestellt, ob eben weitere Bomben, ob weiterer Sprengstoff irgendwo hier auf dem Gelände verteilt ist. Richtig krass. Ist echt geil. Richtig krass. Mega. Ja. Okay, und jetzt müssen wir aber nur noch gucken, was es mit dem Haus da auf sich hat. Es sieht halt nicht so safe zugänglich aus, aber wir können da rechts reinfahren. Ja? Okay. Das sieht erstmal safe aus. Machen wir mal da rechts rein. Crazy, oder? Ja. Ich würde auch gerne mal eine Bombe finden. Ich glaube nicht, dass ich das gut wollen würde. Naja, also, wäre scheiße, wenn die explodiert, aber so an sich, wenn du eine Bombe findest oder eine Handgranate, eine alte, ist schon aufregend. Ja, weiß nicht, ich finde das immer ganz spannend, so wenn ich das höre, so dass bei mir in der Nähe oder sowas gefunden wurde und ich mir das dann einfach ganz entspannt angucke. So aus sicherer Entfernung oder so, dass ich in den Nachrichten sehe. Wenn dann die Bombe hochgeht. Ja, ich glaube, wenn so eine Bombe bei mir in der Nähe hochgehen würde, würde ich sie mir in den Nachrichten verfolgen. Uiuiuiui. Baustellen Fahrzeuge frei. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht hier reinfahren. Oder? Ja, wir können ja reinlaufen, oder? Ja, genau. Stellen wir mal ab. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dann wollen wir mal reinwalken. Darf man zu Fuß hier rein, wenn da so ein Schild vor ist? Ich weiß es gar nicht. Stellen und Baustellen Fahrzeuge frei, nicht irgendwie betreten, verboten. Pass auf, Fun Fact, früher ging die Straße hier lang, die jetzt da rechts läuft. Also man ist aber an dem Haus, ist man hier vorbeigefahren, da kam so eine S-Kurve und dann ging es in den Tunnel rein. I'm walking on sunshine. Yeah! Yeah. Aber guck mal, ja. Was machen die mit diesem Haus? Warum steht das hier noch? Oder? Es ergibt doch keinen Sinn. Guck mal, das ist ein Eingang. Als ob man da rein kann. Das wäre vollkommen verrückt. Oh, das riecht richtig unangenehm. Boah, zum Glück habe ich in dem Moment nicht eingeatmet. Ja, ich habe ein Näschen genommen. Aha. Okay, Holzbrücke. Zu. Meinst du, die, also das sieht ja so aus, als hätten die extra einen Eingang da reingebaut. Meinst du, die machen da irgendwie Mittagspause oder so? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die in so einem Haus Mittagspause machen, wenn in solchen Containern. Ich würde eher sagen, dass die dort eventuell, also ich muss eben aufhören zu reden, sonst nehme ich da wieder Nase von. Okay, nee, ich denke eher, dass die da drin irgendwie das kontrolliert abreißen wollen, oder? Also, ich weiß es oder nicht. Oder die bauen das neu auf, kann natürlich auch sein. Weiß nicht, wenn die hier alles platt machen. Also ich würde wetten, das ist denkmalgeschützt und deswegen geht das nicht weg. Guck, da hinten, da kommt der Bauarbeiter, safe kommt er gleich und verscheucht uns hier vom Platz. Wir können ja mal fragen. Sollen wir auf den zugehen? Ja, wir gehen jetzt einfach auf den zu. Hacken wir mal nach. Und holen uns die Schelle ab. Ja, weil der kommt auch safe auf uns zu, oder? Schatz, wie heißt nochmal die Gebäude, die geschützt werden? Ja, Denkmal. Nee, ja, hab ich schon gemacht, aber ich komm nicht drauf. Guck mal hier, da ist noch so ein Adler. Ja. Du hast mir nicht zugehört, gell? Dann... Ah, hey, du hast mir nicht zugehört, ich hab was Adler gesagt. Ja, ich hab davor was gesagt, blöde Kuh. Jetzt sag nochmal bitte. Naja, die Zuschauer haben es gehört, die fanden es bestimmt lustig. Ich war so. Ich war aber so guck vertieft. Mal, da oben sind schon Risse und alles drin. Ja, deswegen, also das Ding ist eigentlich komplett abrissbereit. Da ist auch, also da passiert ja nichts, da ist niemand drin. Wir walken hier die ganze Zeit auf der Baustelle. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Sagen wir mal, oh Gott, jetzt gucken die Leute uns schon an. Das ist ein bisschen unangenehm. Naja, ich meine, zwei Idioten mit dem Helm. Ja. Ich meine, Hauptsache wir haben Sicherheitshelme auf, ne? Ja. Stell dir vor, wir würden auf einer Baustelle laufen ohne Sicherheitshelm. Sagen wir mal, achso, hier, guck mal, ich hab ein bisschen Angst, dass hier jetzt auch Sprengstoff ist. Wir spielen gerade das Spiel, wer sucht, der findet, wer drauf tritt, verschwindet. Sagen wir mal, wir können mal. Fragen wir nachher. Der Uli. Moin! Wir haben eine Frage. Und zwar, wir haben uns gewundert, warum steht denn das Häuschen da noch? Wird das noch abgerissen? Oder ist. Ich kann nicht gar nichts sagen, weil das ist mein zweiter Tag heute. Ja. Weißt du, wer das. Ja, also wahrscheinlich denkmalgeschützt oder so, ne? Ja. Kennst du jemanden, der das weiß, warum das Ding da noch steht? Ja? Okay. Ja, dann gehen wir nochmal rüber. Perfekt. Danke dir. Schönen Tag noch. Ciao. Okay. Also er weiß es nicht genau. Das ist auch krass. Guck mal, das haben die hier hingebaut. Das ist wahrscheinlich so eine Überwachung, damit die sehen, was genau auf der Baustelle hier passiert. Würde ich mal behaupten. Ne? Sieht super das modern aus. Ja, guck mal. Ja, aber was willst du zur Überwachung? Kann man da reingehen? Nee. Kannst jetzt nicht reingehen, Bro. Das ist aber voll cool. Also ich will mir das wenigstens mal genauer angucken. Man ist hier komplett strafbar. Ach, Quatsch. Boah, es ist so geil, ne? Du läufst hier einfach lang und es ist einfach warm, gell? Gell? Ist so cool. Walking on Stones nennt sich das. Na, guck mal, hier kannst du raufgehen. Rein, theoretisch. Ach, Quatsch. Echt? Aber ist oben wahrscheinlich zu, oder? Ja, soll mal gucken? Ich weiß nicht, ob die Jungs hier unten was dagegen haben. Weiß ich auch nicht.
Komm, wir machen jetzt einfach mal, wenn wir schon hier sind. Wenn wir schon hier sind. Na, guck mal, der guckt hier. Aber er macht weiter. Ja, wir waren ja freundlich. Wenn man freundlich und selbstbewusst ist, dann geht das schon. Ja, dann darf man auch einfach mal so einfach so auf der Baustelle rumlatschen und sich alles angucken. Ne, ist leider zu. Ich bin jetzt echt umsonst hier hochgelaufen. Hey, geil, aber coole Aussicht hier. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Das sieht schon echt, das sieht schon ziemlich geil aus. Ja. Okay, jetzt wieder runter. Ja, stressig. Okay, also Freunde, wir werden das, glaube ich, heute nicht mehr rausfinden, warum genau das Haus da noch steht. Ich tippe jetzt einfach mal auf denkmalgeschützt. Wenn ihr da eine Idee habt, warum das so ist, vielleicht kennt ihr euch ein bisschen besser damit aus, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ja, David. Was anderes fällt mir echt nicht ein. Oder, Flo, hast du noch eine Idee? Nee. Weil neu aufbauen macht keinen Sinn. Denk mal, warum das Denkmal geschützt ist. Ich glaube, Denkmal geschützt. Ja, denk mal drüber nach. Der war so flach, den habe ich nicht kommen sehen. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir laufen jetzt hier weiter angenehm auf den Steinen herum, unterhalten uns noch nett mit den Leuten, die hier auf dem Bau sind. Grüße gehen raus an alle, die hier zu sehen waren. Sehr, sehr freundlich. Ja. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Flo vorbei, der ist natürlich verlinkt in der Beschreibung. Checkt den Hoodie aus. Den gibt es jetzt mittlerweile, boah, wie lange gibt es denn noch? 20 Tage? Oder sogar, oh Gott, Digga, was ist das denn hier? Oh, das sinkt ein. Oh. Nicht einsinken. Das ist so nass. Ich meine 21 oder 22 Tage noch. Naja, aber wenn, wenn das Video online geht, warte mal. Dann weniger. Dann auf jeden Fall check den Hoodie ab, weil den gibt es nicht mehr. Beziehungsweise, genau. Flo blendet das mal ein. Die Hoodies gibt es auf jeden Fall nicht mehr so lange. Wenn ihr supporten wollt, wenn euch die Dinger gefallen, dann ordert sie einfach mal. Kleines Ostergeschenk von mir an euch. So. Was ist denn mal, wenn wir so einen Laufvlog machen? Wir laufen einfach. Ganz komplett vergessen, Alter. Ich bin jetzt schon aus der Puste. So eine Scheiße. Schwitz mir hier den Buckel ab bei 20 Grad in der Motorradjacke. Verdammt nochmal. Ja. Anyway, Leute, wir sehen uns morgen wieder. Genießt die restlichen Stunden und das Allerwichtigste, geht steil. Pop.